Was wir hier sehen, ist eine dritte Komponente unseres Emergency-Programmes, unseres Nothilfe-Programmes. Und zwar sehen wir hier hauptsächlich frauengeführte Haushalte, die ausgewählt wurden, weil sie nichts mehr haben, weil sie definitiv vor dem Nichts stehen nach dieser katastrophal langen und anhaltenden Dürre. Und diese Frauen erhalten nun Tiere, Schafe, Ziegen, Hühner, um hier wieder eine kleine Existenzgrundlage, eine kleine Chance zu haben, um Einkommen zu erzielen durch Tierzüchtung, durch Hühnerzucht, Eier verkaufen. Und diese Frauen sind sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit, hier wieder selbst etwas aufbauen zu können, und hoffen sehr darauf, dass sie durch die Zucht dieser Tiere wieder für sich und ihre Familie ein bisschen was verdienen können, ein paar Tiere auf dem Markt verkaufen können, wenn sie Junge bekommen, und so für sich und ihre Kinder was zu essen kaufen können und vor allem auch ihre Kinder wieder zur Schule schicken können, weil in vielen Familien ist es so gewesen in den letzten Monaten, dass sie die Kinder aus der Schule nahmen, weil sie einfach nichts mehr hatten. Und ich denke, mit dieser Maßnahme kann sich die Spirale wieder in eine positive Richtung drehen.